Das hier, das ist Claudio Griese, der Oberbürgermeister der Stadt Hameln. Und der hat jetzt diese Schilder aufhängen lassen. Betteln verboten. Puh, beschwert hatten sich ja einst die Einzelhändler und auch der Tourismus der Stadt Hameln. Dann gab es einen runden Tisch, ja, und da kam dann bei raus, laut Stadtsprecher, dass... Also konkret geht es ja um diesen kleinen Tunnel. Das ist eine Unterführung direkt in die Hamelner Innenstadt. Ja, und ab sofort ist hier also Betteln verboten. Warum nochmal genau? Ach ja, weil... Sieht aber auch immer aus, wenn man da dann plötzlich in die Stadt will. Meine Güte. Also mal ganz im Ernst. Also hier gibt es doch wirklich nur einen Bettler. Und zwar den hier. Ein ganz netter Typ, oder? Also ist der jetzt irgendwie gefährlich, aufdringlich oder unfreundlich? Meistens sitzt sowieso nur immer ein und derselbe. Und der ist nett, der ist freundlich, er grüßt, er ist nicht aufdringlich. Ich grüße auch, wenn ich ihn sehe. Also von daher, ich schenke ihm ein Lächeln, mehr ist leider nicht drin. So, und wenn Passanten sogar ihm hier ein Lächeln schenken, dann kann er ja nicht so gefährlich oder störend sein. Ja, aber darum geht es ja hier auch gar nicht, sondern dass... Also wenn man dann aber wirklich da lang geht und sich das mal anschaut, dann stellt man ganz schön schnell fest, dass in Wirklichkeit der nicht so schöne Anblick diese drei Schilder sind. Oder?